Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Hearthstone mit dem Düdelef. Und es geht heute wieder in ein Kartenchaos. Schlacht um Tol Barad. Magische Wesen flüchten aus Tol Barad. Für jeden von euch ausgespielten Diener erhaltet ihr einen zufälligen Zauber mit den gleichen Mana-Kosten, der aber kostenlos ist. Als Belohnung gibt es dann auch wieder, gibt es eine Packung. Auch sehr, sehr geil. Deck ist zusammengestellt, ist kein einziger Zauber dabei, sind alles wirklich Diener, weil wir ja für jeden ausgespielten Diener erhalten wir ja einen zufälligen Zauber, der kostenlos ist. Das finde ich einfach so stark, dass ich nur Diener haben möchte. Ja, und wir gehen mal rein ins Gefecht. Wir werden mal gucken, ob das gut klappt oder ob das nicht so gut klappt. Kommt natürlich immer darauf an, was man für Zauber auf die Hand bekommt, ne? Das ist, glaube ich, auch noch so ein bisschen der RNG-Glücksfaktor. Aber das ist ja beim Kartenchaos meistens so, dass auch noch ein bisschen Glück dabei ist, was man dann hinten raus bekommt. Ich finde es trotzdem wieder ein sehr, sehr geiles Kartenchaos. Muss ich ehrlich sagen. Sehr, sehr cool. Der würdige Gegner ist gefunden. Und dann gucken wir mal, was das hier wird. Auch ein Jäger. Rexha! Lass die Jagd beginnen. Nur zu. Okay, ich bin als erster dran. Das ist schlecht. Ich bräuchte eine Einserkarte. Deswegen packen wir die beiden weg, damit die Chance größer ist, dass wir vielleicht noch eine Einserkarte kriegen. Weil jede Runde ins... Das ist gerade nicht so schön. Hoffentlich ziehen wir jetzt noch eine Einserkarte. Weil das Wichtigste ist, jede Runde einen Diener auszuspielen. Leider nicht. Leider nicht. Das heißt, wenn er jetzt einen Diener ausspielen kann, Grüße, ist das für mich sehr ungünstig. Aber er hat ja auch noch den Mana-Kristall und kann damit natürlich auf jeden Fall einen Diener ausspielen. Naja, wird ja ein Zweier auf der Hand haben. Und damit kriegt er gleich einen Zauber. Das ist natürlich ärgerlich. Okay. Ah, sehr, sehr geil gemacht. Das muss ich sagen, das ist natürlich fett. Aber wir werden mal was für unser Schiff machen. Geheimnis. Nachdem euer Gegner einen Diener ausgespielt hat, werden diesem 4 Schaden zugefügt. Boah, den nehmen wir mit. Geheimnisse sind immer gut. Aber er wird auf jeden Fall einen Diener ausspielen, ne? Ja, das ist natürlich ärgerlich. Ist einer mit Ansturm, aber 4 Schaden machen ist natürlich trotzdem ärgerlich. Einen schönen Zauber gekriegt. Ist natürlich sehr stark gewesen, seine erste Karte da an der Stelle schon, ne? So, ein guter Zauber, komm. Du hast stattdessen 5 Schaden, wenn ihr ein Wildtier habt. Wir haben ein Wildtier, ne? Ich will die 5 Schaden haben. Aber wie sie auf seinen Helden haben. Jetzt wird es interessant. Also ob er ihn irgendwie getötet bekommt. Okay, mit Spot. Ja, ist jetzt erstmal noch nicht ganz so schlimm. Das stört mich noch nicht so ganz. Es kommt darauf an, was er für Zauber gezogen hat. Feindlichen Diener seinen Schaden. Benachbarten Diener. Ah, shit. Das ist natürlich schade. Bei 2 und Spot, das bringt mir erstmal noch nicht so viel. Das bringt mir auch nichts. Ich kann mal diesen Diener spielen. Leiht einem Diener 2-2, ruft einen zufälligen Diener herbei, der kostet. Der 2 kostet. Okay. Welchen nehmen wir denn da? Nehmen wir ihn und töten ihn? Ich glaube schon, wa? Ah, was haben wir da? Ruft jedes Mal eine Kristall 2-2 herbei, wenn dieser Diener geheilt wird. Heilen will ich ihn eigentlich nicht. Wir müssen auf jeden Fall das Tierchen entfernen. Und haben eigentlich eine schöne Runde gespielt. Es war sehr positiv für uns jetzt diesmal. Mal gucken, ob er den angreift. Ich gehe mal von aus. Aber er hat natürlich vielleicht einen zufälligen Wildtier auf eurer Hand 2-2. Okay. Er weiß natürlich genau, welchen Wildtier es trifft, wahrscheinlich, weil es war ja Bus 1.
So, jetzt kommt es drauf an. Er hat ja auch noch Zauber auf der Hand. Ne? Es geht immer um die Zauber hier in diesem Spiel. Das ist gerade noch ein bisschen schade. Okay. Jetzt mal, wenn ein befreundetes Wildtier stirbt, was es machen wird, auf jeden Fall. Kriegt er nochmal zwei? Hm, das ist natürlich ärgerlich. Verursacht zwei Schaden. Okay. Jetzt kriegt das Wildtier was dazu. Das ist schade. Der Sturmgrimm ist das. Zwei Karten kann ich nicht ausspielen. Das ist wahnsinnig schade. Nächste Runde könnte ich Vierer ausspielen. Und hier hätte ich auf jeden Fall einen Ansturm. Der mir so aber erstmal noch nichts bringt. Aber wir kriegen natürlich eine Karte. Verleiht einem Diener 2 und 6. Damit bleiben beide am Leben. Ne, bleiben nicht. Der stirbt auf jeden Fall. Dann mache ich lieber den hier stärker. Und den Diener weg. Ansturm, okay. Ja, er spielt jetzt viele kleine, damit er viele Zauber kriegen wird. Das ist ja auch gleich das, was ich machen will. Ja, hat auch ein Wildtier. Unter den Tod, genau, zieht eine Karte für jeden verletzten, befreundeten Charakter. Er hatte keinen... Was? Er hat aber keinen Verletzten gehabt. Okay. So, jetzt werden wir den hier einmal spielen. So, löst alle Todesröcheln-Effekte eurer Diener aus. Leider haben wir keinen mit Todesröcheln. So, wir lassen die Hunde los. Verleiht einem Diener plus 2, ruft einen zufälligen Diener herbei. Okay. Nehmen wir wieder mit. Noch einen mit Verteidigung, das ist ganz gut. Waren gute Zauber jetzt, ne? Der ist ein bisschen kacke, weil ich leider... Ich hab glaube ich, nicht einen einzigen Helden mit Todesröchel. Aber vielleicht ziehen wir einfach luxuriös noch irgendein. Das wäre natürlich super. Okay. Ist natürlich ungünstig. Ach. Ich kann jetzt seine ganzen Zauber runterspielen, das ist natürlich ärgerlich. Aber er hat selber kein Wildtier, er hat gerade kein Team an. Das hätte ich jetzt an seiner Stelle nicht unbedingt gemacht, aber okay. Ja, ich komme vor mit. Aha, sehr gut. Das heißt, wir können auf jeden Fall wieder zwei Diener spielen. Komm, 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 komm. Glück, Glück, Glück. Ach. Verleiht einem zufälligen Diener auf eure Hand. Der Spot hat 3-3. Wir haben keinen mit Spot. Hm, noch nicht. Aber wir spielen mal noch einen Diener aus. Fügt einem Feind 4 Schaden zu und allen anderen 1. Die heben wir uns natürlich noch auf. Und das ist halt das Ärgerliche, ne? Zu vielen Diener auf eurer Hand. Hoffen wir mal, dass wir einen ziehen. Aber das war's an meiner Stelle. Aber wir haben gute Diener noch für die restlichen Runden. Wir haben noch ein paar Zauber bekommen. Das sieht nicht schlecht aus. Eurer Diener aus. Nicht vom Gegner. Vielleicht einen zufälligen Diener auf eurer Hand 2-2. Vielleicht hat er keinen auf der Hand. Das wäre natürlich geil. Das wäre natürlich super. Okay. Hat den Vogel gekriegt. Ihr wisst nicht, was euch erwartet. Wir werden unseren Illidan verursacht 5 Schaden, zieht eine Karte. Das werden wir uns mal machen. Oh ja, noch ein Wildtier. Das ist natürlich ganz geil. Ich habe einen Diener mit einem Max 3 an. Okay, das ist ja der. Sieht gut aus gerade. Es sieht gerade richtig, richtig gut aus. Mal gucken, was er noch für Zauberkarten kriegt, aber
Die geballte Power liegt da und ich glaube, das Ding ist so gut wie gegessen. Also da noch jetzt eine richtig fette Zauberkarte auszupacken, ein Boot-Clearer natürlich am besten für ihn. Okay. Aber das bringt ihm auch noch nichts. Okay. Ist auch in Ordnung. Aber davon hat er nichts, ne? Dass er jetzt den Schaden macht. Das war's an der Stelle. Gut gekämpft und er gibt auf. Dankeschön. Ja, war sehr geil. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und sehr cool. Mein Jäger levelt 1. Und wir erhalten eine Packung vom Leveln her. Ach nee. Nein, ich lüge. Natürlich durch das Kartenchaos. Ich habe mich schon gefreut wie so ein König. Aber ist egal. Wir haben eine Packung gewonnen. Und die gucken wir uns natürlich noch an. Den Luxus geben wir uns noch. Hoffentlich eine gute Karte dabei. Alle Klassen. Okay, Kampfschrei. Falls euer Gegner mindestens 4 Diener hat, übernehmt zufällig die Kontrolle über einen davon. Die ist geil. Weil die kostet plus 3, 3, 3. Plus dieser Effekt, der genau in der wichtigen Situation, wenn er Überzahl hat, mir wieder einen Vorteil bringt. Sehr geil. Okay, die haben wir schon. Die können wir entzaubern. Ist aber nicht schlimm. Die haben wir noch nicht. Erhält jedes Mal einen Angriff, wenn ein Zauber wirkt. Die finde ich sehr gut. Ist auch plus 1, ne? Ein Mana kostet die. Hat 1-3. Sehr starke Karte. Finde ich sehr geil. Was haben wir hier schönes? Frostelementar. Kampfschrei. Friert einen Charakter ein. 6 Mana, 5-5. Ja, ist in Ordnung. Und noch ein Söldner der Venturikon. Okay, eure Diener kosten 3 mehr. Ja, okay. Aber kostet bloß 5 Mana. 7-6. Also spielt man erstmal noch einen anderen, wenn man jetzt kurz vorm Schluss ist, man so und so nicht viele Karten hat. Am besten nur noch 2 auf der Hand. Dann spielt man eine 5er-Karte plus dann die 5er. Auch nicht verkehrt. Ja, coole Karten. Dann danke, dass ihr wieder dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, würde ich mich drüber freuen. Ansonsten, ja, bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, Hearthstone mit dem Dual Detlef. Macht's gut, tschüssi.